Willkommen zurück zu Gothic. Ich habe mich in der Zwischenzeit noch gesund gefuttert, aber das war's auch schon. Was ich gemacht habe, was ich getan habe. Ansonsten habe ich nur gespeichert und ja, gefuttert, genau. Ich bin gespannt, was jetzt hier so abgeht. Ich glaube, da hinten war einer. Ich will nur mal sicher gehen, dass der mir nicht in den Rücken fällt. Genau, der da. Auch hier war ich wieder zu schnell mit dem Waffe wegstecken. Fällt mir gerade auf. Wie gesagt, ich will nicht, dass er mir in den Rücken fällt. Und deswegen muss ich gewisse Sicherheitsvorkehrungen treffen. gut. Dann futter ich mich mal eben noch gesund. Ganz viel Reis und Brot. Sehr abwechslungsreich. Nicht. Aber hey, ich hab nichts anderes. So, was macht ihr hier? Greift ihr mich auch an? Natürlich greift ihr mich an. Wow, Ian ist unverwundbar. Okay. Okay. Gut, wenn Ian unverwundbar ist, dann liegt die Vermutung nahe, dass ich hier wahrscheinlich gar nicht sein sollte. Dass hier irgendwas gehörig schief läuft. Mit der alten Mine. Zumal die ja wirklich eingestürzt sein soll, laut Story, okay. Dann nehme ich mal an, dass die Mine hier wirklich eingestürzt ist, dass das Tor oben zu sein sollte, verschlossen sein sollte und man nicht durchkommen sollte. Und dass die Tatsache, dass ich jetzt hier drin bin, nichts anderes ist als ein seltsamer Fehler im Spiel. Das heißt, wir vergessen jetzt einfach, was hier alles passiert ist. Die Sachen in meinem Inventar, das bisschen Erfahrung, das ist einfach aus dem Nichts erschienen. Und die Mine ist, soweit wir wissen, eingestürzt und nicht betretbar. Das heißt, außerhalb... Warte mal... Kann ich mich denn... Nein, kann ich nicht. Okay, das funktioniert leider nicht, weil die Mine ein eigenes Level ist. Das ist ein eigener Abschnitt, deswegen ja auch der Ladebildschirm zwischendrin. Und die Teleportation funktioniert wohl nur innerhalb eines Abschnittes. Na gut, wieder was gelernt. Allerdings frage ich mich ernsthaft, warum jetzt das Tor nicht zu ist. Ist es vielleicht das hier? Ist das hier der Mechanismus? Nee, ne? Das ist... Doch! Das ist der Mechanismus. Aber ich kann ihn nicht aktivieren. Das ist echt seltsam. Ich verstehe nicht, warum das hier offen ist. Ich kapiere es einfach nicht. Mana 15 war da gerade. Irgendwas, was weniger Mana gibt. Mana 30. Nö, okay. Dann verschwende ich halt eben die 5. Was soll's. So, jetzt suche ich mal Lester. Möglicherweise ist er hier im Lager. Möglicherweise ist er noch zurück bei dem Tempel, wo ich ihn verlassen habe. Er wollte sich ja noch irgendwie umschauen oder die... Was war's? Die Bibliothek studieren oder sowas? Irgend sowas. Irgendwas wollte er tun. Und wenn er im Lager wäre, dann wäre er normalerweise irgendwo hier vorne. Ich glaube hier so in der Ecke, oder? Nee, hier nicht. Wo wäre er denn dann? Irgendwo hier in der Nähe müsste das sein. Nicht da hinten? Hier vorne vielleicht. Ist das Lester? Novize? Novize? Nein? Ach nein, genau, hier. Hier wäre Lester, oder? Naja, irgendwo hier in dem Bereich wäre er. Ist er aber nicht. Und dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass ich ihn dann bei dem Tempel finde, wo ich ihn zuletzt hinterlassen habe. Sprechen die jetzt mit mir, wenn ich Magier bin, wenigstens? Ich muss ihn nicht wohl, ne?
Noch nicht mal jetzt, wo der Schläfer offensichtlich Unsinn ist und ich vom Magier bin, reden die mit mir, diese dämlichen Templer. Wir könnten mal von dem hohen Ross runterkommen. Ich finde, die bilden sich ein bisschen zu viel ein auf sich selber. Ja. Die Quests, die aktuellen, genau sind das Treffen. Dafür brauche ich noch Lester. Und danach Xardas. Wobei wahrscheinlich bei den Treffen wieder irgendwas Neues rauskommt. Hoffe ich jedenfalls. Weil ich will immer noch nicht ins Orkgebiet. Das Orkgebiet macht mir Angst. Ich weiß noch von vor vielen Jahren, als ich es gespielt habe, das Spiel, dass sobald man ins Orkgebiet geht, das Ganze deutlich, deutlich schwerer wird. Die Schwierigkeit deutlich anzieht. Weil nicht nur plötzlich relativ starke Gegner da sind, nämlich die Orks, sondern auch die auch gleichzeitig relativ intelligent sind. Das heißt, man kann die eigentlich nicht auseinanderziehen, wenn da so eine Horde Orks steht und einer davon die Witterung aufnimmt, dann kriege ich da gleich alle ab. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Das heißt, was ich machen kann letzten Endes, ist versuchen, schnell ein, zwei zu töten. Und dann wegzurennen, bis sie die Verfolgung aufgeben, dann mich zu heilen, wieder hinzurennen, wieder ein, zwei umlegen, wieder wegrennen. Ja, gut, vielleicht beim Wegrennen besteht natürlich die Möglichkeit, dass alle bis auf wenige die Verfolgung aufgeben. Das könnte passieren, aber das ist relativ selten. Komme ich jetzt hier eigentlich nicht durch? Habe ich jetzt Unsinn gebaut? Ja, ich habe Unsinn gebaut. Ansonsten gibt es da noch die Orkhunde. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich habe Varg oder so. Oder einfach nur Orkhund. Ist ja auch egal. Die sind ähnlich intelligent wie die Wölfe, aber ein Stück stärker. Die sind, glaube ich, gar nicht mal so sehr das Problem. Wobei die aber natürlich auch in Horden vorkommen. Ja, ist alles nicht so einfach mit den Orks, mit dem Orkgebiet. Andererseits hatte ich ja letztes Mal hier mit den Bluthunden und Snappern extreme Probleme. Und mittlerweile sind die ja auch nur ein Klacks noch für mich. Wenn mich nicht alles täuscht, ist da unten ein Golem. Golem? Golem, sehr schön. Golem! Ich möchte... Jetzt habe ich gerade zweimal auf denselben Slot gespeichert, das war dumm. Ich will das mal probieren mit... Oh, das ist cool. Teleport, Teleport, Teleport. Nein, nein. Ich brauche keinen Teleport. Ich will das mal probieren mit den verschiedenen Kampfzaubern, die ich habe. Feuerpfeil, Feuersturm. Was habe ich denn noch? Schlaf wird nicht funktionieren. Die ganzen Verwandlungen werden mir auch nichts bringen. Okay. Das heißt, ich habe jetzt mal den Kampfzauber im Petto. Aber zuallererst will ich mal versuchen, hier mit purer Muskelkraft draufzugehen. Ich meine, immerhin habe ich hier eine fette Waffe. Ich bin stark. Aber nicht stark genug. Ja, alles klar, so viel dazu. Das hat wunderbar funktioniert, nämlich gar nicht. Ich habe dem gerade überhaupt nichts abgezogen. Das heißt, ich müsste ihn komplett mit Magie besiegen. Ich versuche das mal mit einem Feuerpfeil. Schauen, ob der was bringt. Nip, macht null Schaden. Doch so viel. Dann ein Feuersturm. Na komm. Macht null Schaden. Verdammt. Wehe, du bist nicht da, Lester. Wehe, du bist nicht da. Dann hau ich dir eine runter. Wobei, kann ich ja nicht, wenn du nicht da bist. Ich frage mich gerade, wie man die Golems besiegen soll. Aber wahrscheinlich sind es einfach die stärksten Gegner für am Ende des Spiels, wenn man total übermächtig ist und... Weiß ja nicht. Ich meine, es muss ja irgendwo Steigerungen geben und irgendwann werden halt die Orks, die ich gerade als so schlimm und so schwierig beschrieben habe, auch einfach sein. Dann sind halt die Golems eben die nächste Herausforderung nach den Orks. Lester, wo bist du? Na, da geht's nicht weiter. Erstmal ein Bierchen. Hey, ich sagte Bier. Und wenn ich Bier sage, dann
unten in Mitte das Bier. Ah, da ist er doch. Na, Kleiner? Wie fühlst du dich hier so alleine? Wie sieht's aus? Hey, was machst du denn hier? Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Und? Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wieder hinzubiegen wird nicht einfach. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Sie wollen sich mit dir treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Wurde aber auch Zeit. Wie geht es nun weiter? Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Nein! Ich verstehe nicht. Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Schon gut, ich hab's verstanden. Also pass auf dich auf. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Der Schläfer möge dich behüten. Der Schläfer ist ein dämlicher Dämon. Ah. Der Schläfer möge dich behüten. Ach Mist. Wo ist denn der übliche Treffpunkt eigentlich? An einem geheimen Ort. Sie werden schon wissen, was zu tun ist. Na gut. Dann werde ich wohl Xaras aufsuchen. Ach so, ja, das ist wohl dann der Teil der Karte, der nicht sichtbar ist. Vielleicht auf der Fokuskarte? Nein, auch hier nicht. Okay. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Moment, wie komme ich hier raus? Da komme ich raus. Das ist erstmal das Wichtigste, hier rauskommen. So, wie komme ich da jetzt am besten runter? Ich müsste zum alten Lager und dann schnurstracks nach Süden. Das könnte sogar von hier aus ganz gut klappen. Indem ich über diese Brücke da vorne gehe. Und dann scheinen da so Serpentinen nach unten zu führen. Das probiere ich doch einfach mal aus. Ich erforsche es einfach mal ein bisschen und hey, warum nicht? Ich meine, scheinbar geht es gerade eh nicht so wirklich vorwärts. Dann treibe ich mich einfach mal ein bisschen in der Gegend rum. Und guck mal, was ich so entdecken kann. So. Dem versuche ich mal auf kreative Weise auszuweichen. Wehe, du triffst mich da oben. Wehe, du triffst mich da oben und haust mich von der Brücke runter. Wehe dir. Immerhin gibt er die Verfolgung relativ schnell auf. Was mir gar nicht gefällt, ist, dass ich gar keinen Mana mehr habe. Das fühle ich mal... Nein! Das waren 25. Egal. Bluthund. Guck mal, mittlerweile dürftest du doch gar kein Problem mehr sein, oder? Okay, außer du blockst. Ach, Jungs, kommt her! Geht doch. Interessant finde ich, dass die Tiere gleich tot sind, wenn man sie umschlägt, wenn man sie umhaut. Aber die Menschen nicht. Woran das wohl liegen mag? Oh, was haben wir hier? Eine nicht verschlossene Tür. Interessant. Eine Spruchrolle. Was ist das für eine Spruchrolle mit einem roten Punkt? Feuerball. Ja, wahrscheinlich Feuerball. Die anderen hatte ich ja vorher schon ausgerüstet. Elixier, magische Energie. Oh, ein Orkhammer. Ah, Wahnsinn. Hier hätte ich eine gute Waffe finden können damals. Schade, schade, schade. Dass ich mich hier nicht reingekämpft habe. Aber ich glaube, heute ist der Orkhammer nicht wirklich... der ist nicht wirklich gut. Sogar meine Ork-Waffe war da besser. Donnerschlag. Kriegerstimme. Klingt ja schon irgendwie cool, ne? Klingt mächtig.
Genau diese Brücke meinte ich. Allerdings ist da drüben, wenn ich mich nicht irre, ein Ork oder sowas. Aber hinten dran sollten Serpentinen sein, die nach unten führen. Das sieht interessant aus. Und das da hinten, warte mal, ist das nicht sogar schon Xardas Turm? Die Richtung stimmt. Das könnte sogar sein. Das könnte sehr gut sein. Weil da hinten, glaube ich, ein Gegner steht. Blödsinn. Nicht die Karte. Nicht das Menü. Sondern... Heilung. So, dann die Waffe und los geht's. Diesmal schaffe ich das. Mit dieser epischen Musik kann gar nichts schief gehen. Außer, dass ich mich von einem Ork verprügeln lasse. Naja, okay, war ja auch gut. Ist ja nichts passiert. Was ist das denn hier jetzt? Eine Ruine. Sind da noch mehr Orks? Da ist ein Hebel. Den habe ich gesehen. Okay, doch kein Hebel. Schade. Aber da war ein Schalter. Aha. Sekunde. Ich glaube, das hier, wenn ich mich recht erinnere, wird später im Spiel noch relevant. Das heißt, ich bin hier jetzt, glaube ich, an einer Stelle, der ich wahrscheinlich noch gar nicht sein sollte. Andererseits, wenn ich schon mal da bin, drücke ich da einfach mal den Schalter. Was passiert dann? Hallo? Was passiert? Hier nix. Da war ich drin. Hier sehen wir auch nichts, ne? Nö. Gut. Dann wüsste ich gerade nicht, was hier zu holen ist. Oder hier zu holen sein soll. Na gut. Dann werde ich mir jetzt wohl die Karte nochmal anschauen müssen. ein Ork. Zu erkennen, wo die Serpentinen runterführen. Das sollte doch hier sein. Wah! Nein! Hey, ich lebe noch. Allerdings ist ein Ork direkt hinter mir. Und sobald er mich trifft, werde ich mit meinen 10 Lebenspunkten... Warum pausiert das Spiel nicht? Werde ich mit meinen 10 Lebenspunkten ziemlich aufgeschissen sein. Nein, lass mich in Ruhe, ich tue dir nichts. Also, zumindest jetzt gerade. Verzieh dich, lass mich in Ruhe. Gut, hier habe ich immerhin den Rücken frei. Das heißt, hier kann ich dann mal gemütlich mein Reis futtern. Hätte ich da schon vorher hingehen können? An diese Stelle hier? Ich weiß es nicht. Ich schau mal eben. Also hier? Ich glaube, hier war ich doch schon, oder? Ah, da oben ist ein Bluthund. Da ist noch ein Bluthund. Das gefällt mir gerade gar nicht. Dafür bin ich gerade zu schwach. Dafür bin ich gerade viel zu schwach für die Teile. Für die Viecher. Gut, ich werde mich jetzt nicht mit denen anlegen, oder bin ich kurz vor dem Levelaufstieg? Nö, noch lange nicht. Das heißt, es lohnt sich jetzt gerade auch nicht wirklich. Zumal ich eh glaube, dass ich zu der Ruine nochmal per Quest herkommen werde. Spätestens dann werde ich mich mit den Bluthunden da anlegen. Und auch mit dem Ork weiter oben.
jetzt lasse ich die erstmal in Ruhe und schau mal, wo der Weg hinführt. Das fände ich dann doch interessant. Oder ist es vielleicht sogar ein Weg im Orkgebiet? Aber der ist eingezeichnet. Ich dachte, das Orkgebiet wäre nicht eingezeichnet auf der Karte. Er ist gerade am Rand. Mal schauen, wer da hinführt. Yay. Mit dieses Rumgehüpfe. Ah, Orks. Das ist doch Orkgebiet. Ja, das ist Orkgebiet. Kommt her, das ist das, was ich meinte. Sobald einer aufgeschreckt wird, kommen alle in der Nähe her. Naja, gut, aber zwei sind jetzt zum Glück noch kein großes Problem. Aber da unten stehen ja noch mehr. Ich hatte gerade Glück, dass ich nur zwei angelockt habe und nicht drei oder vier. Gut, ich glaube, ich weiß auch, wo ich bin. Ich dürfte nicht allzu weit vom alten Lager weg sein, nicht allzu weit ins Orkgebiet rein. Gut, jetzt werde ich aber erstmal speichern und die Aufnahme beenden an der Stelle. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich da unten diese Orks, oder diesen Ork, weiß ich nicht, kann ich gar nicht ganz erkennen, verprügeln werde. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.